vorne noch rum. Offen. Das wird jetzt auch gut schmecken. Ausgerauchtes Zitronenlimo. So. Ich werde dann wahrscheinlich einen Kies oder sowas reinmachen. Oh. Lal, wieso ist das denn hier so früh schon? Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Faszinierend. Also wirklich, wieso ist das hier schon? Aber vielleicht reicht sogar der Zaun, das wäre natürlich super. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht davon ausgehe, dass der Zaun reicht, aber wäre toll, wenn das der Fall wäre. Bevor ich das hier wieder schon vergeige, muss ich glaube ich diesmal gleich von Anfang an. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin noch nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der andere 24. So. Ich finde, dass die Fahrradklinge in diesem Lied übrigens auch immer sehr faszinierend. Das ist immer wieder interessant, wieso diese Fahrradklinge in diesem Lied auftaucht. So. Naja. Gut. Beziehungsweise eher weniger gut, weil ich jetzt hinten noch etwas ausbessern muss, aber an sich schon mal interessant, dass Kisten auch immer noch keinen Sound haben. Das sollte an Werkzeugen jetzt erstmal reichen. Und vielleicht ein bisschen mehr Zaun. Naja gut, ich habe jetzt noch 16 Zaun bei mir. Das wird jetzt zwar nicht reichen für hinten, aber zumindest für teilweise etwas. So, und die Werkzeuge haben wir jetzt auch schon mal ein bisschen was. Damit kann ich zumindest hier vorne den Berg wieder besser machen. Ich meine, da reicht es auch, wenn ich einfach nochmal um zwei verbreitere. Und zeige ich dann auch auf die Größe, wie das später dann auch alles sein wird. Und vom Prinzip geht es jetzt bei dem Ding hier eh primär erstmal darum, Monster. Also einerseits Mods, dass die nicht ins Feld reinkommen. Andererseits, wenn ich dann mal von Peaceful runtergehe, dass auch keine Monster raufkommen. Also ich muss es quasi gegen zwei Gefahren gleichzeitig schützen. Das Feld. Mal schauen, wie gut das gelingen wird. Ich tippe mal auf gar nicht. Gar nicht so gut. Aber ja, damit muss man halt rechnen. Und ich bin übrigens noch im Überlegen, ob ich da direkte Pistons oben hin machen soll oder vielleicht doch eine Schicht von schwerkraftanfälligem Material. Das Problem ist, dass dieses schwerkraftanfällige Material natürlich geklaut werden könnte, was die Sache wieder sehr uncool macht. Am praktischsten wären dann natürlich klebrige, also sticky Pistons,
die den Block, der sich auf ihnen befindet, mit runterziehen. Zu bauen. Und die mit Farmland auszustatten. Das heißt, da dann auch Kreidel drauf zu pflanzen. Dass sich dann halt mitbewegt. Das funktioniert ja auch. Glaube ich. Also ich meine, es müsste funktionieren. Das würde nämlich dann doch, denke ich, ganz praktisch sein. So. Und jetzt für den Fall würde ich auch mal vorschlagen, schnell eine Tür hier hinzustellen. Machen wir mal. So rum. Man kann das natürlich sagen, was man will. Es ist definitiv etwas komisch so. Aber ich habe jetzt aktuell definitiv keine bessere Idee, wie ich das sinnvoll umsetzen soll, dass wir hier halt rein und rausgehen können. Ohne dass irgendwas passiert. Weil Zauntore gibt es noch nicht. Die dauern erst noch, bis die kommen. Deswegen machen wir das mit normalen Türen. Und damit es einigermaßen schön eingerahmt ist, hätte man hier vielleicht auch solides Holz nehmen können. Das wäre wahrscheinlich noch ein Stück besser gewesen. Aber wir machen es jetzt einfach mal mit Zäunen und tun dann dafür zur Vollständigkeit halber ein kleines Dach draufsetzen. Oh cool, da ist Kohle. Die nehmen wir mit, die Kohle. Kohle nehme ich immer mit. Wenn ich welche finde, glaube ich. Oder habe ich unten in dem Graben da irgendwo Kohle übersehen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Kann in 24 Stunden ja schon durchaus irgendwo passiert sein, sage ich mal. Es wäre mir allerdings nicht bewusst, dass ich dies getan hätte. Und ist eigentlich auch völlig egal, weil Kohle haben wir eigentlich eh. Also ich weiß nicht, ob das genug ist, ob man überhaupt genug Kohle haben kann. Bezweifle ich ja persönlich so ein bisschen. Und zwar bezweifle ich das auch mit einem gewissen Hintergrund, denn ich habe schon mehrmals geschafft, dass mir Kohle ausgegangen ist. Ach Gott, das sind ja noch die Steinslabs. Hoppla. Diese Steine können wir nie wieder mit der Hand abbauen. Das Tolle ist, die verbrennen auch nicht. Das ist. Man kann in dieser Minecraft-Version noch Holz generieren, das nicht verbrennt. Mit diesem einfachen Trick. Ich finde das cool. Und auch irgendwie ziemlich dämlich, aber in erster Linie lustig. Dass das geht. So. Gut. Guten Morgen. Ja, ja. Hallo, ich bin wach. Ich habe die zweite Schaufel gebraucht. Ja, dann gehen wir erstmal noch hier hoch. Nehmen das Stückchen Erde mit. Oh. Dann gehen wir rein. Die Eingänge sind schon echt praktisch. Also später werde ich das, denke ich mal, definitiv durch Zauntore ersetzen. Aber im Moment gibt es die halt noch nicht. Und deswegen könnte es schwierig werden. Mit dem Ersetzen durch Zauntore. Und immerhin könnten wir die Slabs jetzt sogar abbauen. Eine Spitzhacke dabei haben. So. War es dann die letzte Tür? Also ich finde es eigentlich ganz schön so. Ja. Jetzt müsste dann hier auf dieser Seite halt noch ein bisschen weiter wursteln. Ja, da muss ja erst irgendwas drunter. Ah, ich kann hier noch nicht weiterbauen, weil ich nicht weiß, aus welchem Material ich das machen will. Mist. Das ist natürlich jetzt blöd. Oh. Da sind Wölfe. Habe ich irgendwo Knochen? Faszinierend übrigens, dass hier Wölfe spawnen. Ich dachte mir, oder ist das ein neuerer Spawnwald und so. Ich meine eigentlich, dass die immer nur, zwei Knochen werden, glaube ich, nicht ganz reichen.
Aber wir probieren es einfach mal. Ja! Ja, mein Hund! Hi! Oh, das ist jetzt ja cool. Oh, wie cute! Wir haben einen Hund, Leute! Das ist jetzt... Das ist toll! Ich glaube, das ist die erste Lebensform, die nicht despawnt. Ein gezähmter Hund. Ich weiß jetzt nicht, was mir der sonst so bringt. Alter, das ist halt wirklich so, dass... Hä, Moment. Hier ist es grün rübergewachsen. Und hier überall nicht. Das ist echt furchtbar. Na gut. Und hier ist jetzt hier noch schon mal den Cobblestone drunter. Für den Wasserkanal. Ich glaube, am sinnvollsten wäre es, also wir könnten hier theoretisch schon bewässern, aber dann müssten wir hier Zäune draufsetzen. Damit das Wasser eben nicht wegfließt und wir dann trotzdem später mal Pistons draufsetzen können. Das Ganze funktioniert natürlich mit dieser Idee auch immer so lange. Wir die Hitbox von Zäunen eine andere ist als die jetzige. Sonst ist das, glaube ich, gar nicht wirklich möglich. Ohne alles zu fluten, das Feld, also hier das Holz durch Pistons zu ersetzen. Da können wir eigentlich auch schon mal nachschauen, ob wir nicht für die Verkabelung prinzipiell noch nicht noch ein bisschen mehr Redstone brauchen. Ich meine, davon ist ja fast auszugehen, wenn ich bedenke, wie viel Kabel man dafür hier legen müsste. Das sind ja wirklich richtig viele. Da bezweifle ich ehrlich gesagt schon so ein Stück weit, dass wir da schon genug Kabel für haben. Beziehungsweise genug Redstone. Wenn es hochkommt, haben wir genug, um die Pistons zu craften. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann auch die Redstone Torches, die drunter müssen. Weil, oder was heißt, wenn wir hier Pistons drauf machen, könnten wir eigentlich direkt drunter das Ganze über Steine und Redstone Repeater machen. Die Repeater brauchen wir sowieso. Ich glaube, das wäre praktischer. Ja, dann machen wir es ohne Redstone Torches. Dann machen wir eine zentrale Torch unten hin. Und dann passt das. Ich werde das Feld dann später noch etwas krasser perfektionieren, dass wir das Ganze nicht mit einem Hebel machen, wie es aktuell geplant ist. Aktuell ist es ja mit einer Hebelwand geplant, sondern mit Knöpfen, wo wir jedes Feld penibel ansteuern können. Und dann drücken und dann einen zentralen Erntehebel, der dann die Auswahl aberntet und dann gleichzeitig auch nach einem Timer, wenn der abgelaufen ist, auch quasi das Zeug wieder hochholt. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, noch 11. Ich nutze jetzt einfach mal die Eigenschaft aus, weil wir die Treppen eh nicht mehr brauchen. Also das mit dem Black, also mit dem Schwarz, macht mir schon ein bisschen Angst fast. Ich finde das sehr beunruhigend. Das hier, das quasi nicht funktioniert. Mit dem Licht. Das ist wirklich sehr beunruhigend. Naja, gut. Ach, komm schon. Und dann haben wir auch hier jetzt die letzte Cobblestone-Reihe abgeschlossen. Boah, hat sogar genau gepasst. Ich habe mich nicht verzählt. Cool. Und dann würde ich fast vorschlagen, mit dem restlichen Dirt, den wir jetzt eh noch im Inventar haben, könnte ich eigentlich schon anfangen festzulegen, wo der Weg ist. Weil, ja, oder ich könnte eigentlich auch das so mir ein Schwert craften oder zwei und dann mit jede Menge Sensen hier rumstiefeln.